guten Morgen. Diese Ausgabe, die hier liegt, die wird bei einigen sicherlich im Regal stehen, in einer dicken, großen Version. Das Spannende hier dran ist, das ist die kleine, schlanke Version. Diese hier, Stuttgarter Erklärungsbibel, aber in der kleinen und schlanken Version. Denn das ist die Stuttgarter Erklärungsbibel Handausgabe. Einige von euch werden in den Genuss gekommen sein, vor einigen Jahren die zu kriegen. Die anderen müssen, wenn sie es jetzt unbedingt noch wollen und nicht warten können, denn auf den Webseiten ist ja zu sehen, dass jetzt 23 eine neue Ausgabe rauskommt. Stuttgarter Erklärungsbibel auf Basis der Luther 2017. Wem jetzt die 2017er mehr zusagt als der Luther 84. Die Luther 84 ist jetzt hier die Grundlage und das ist auch die Handausgabe, das ist die kleine Ausgabe. Das ist die kleine schnucklige 25 x 16,5 Ausgabe auf Basis der Luther 84 und ohne Apokryphen. Die ist klein, die ist handlich, ist prädestiniert dazu, dass man hier einen anderen Umschlag rummacht, einen Ledereinband. Es ist sehr klein geschrieben. Ich habe jetzt heute nicht mein übliches Lineal dabei oder mein Punktmesslineal. Das sind hier 2 mm. Ich habe jetzt, das ist am frühen Tag, da kann ich das immer noch ohne Lesebrille ganz gut sehen, aber je später der Abend, desto mehr brauche ich eine Lesebrille. Die Erklärung hierzu. Wir hatten vor einiger Zeit den Walter Kleiber. Vielleicht könnt ihr euch da an den Sinn an Walter Kleiber noch erinnern. Das war der Bursche hier, der Walter Kleiber, der die Kommentare rausgebracht hat. Der Walter Kleiber, die Frage, falls sich jemand stellt, von wem sind denn hier auch die Erklärungen? Hier hat auch Walter Kleiber mitgemacht. Vorne, da steht er. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr natürlich nicht sehen. Na, heute will er ja gar nicht fokussieren, oder? Müsst ihr mir mal glauben, da steht Walter Kleiber. Er war einer von vielen. Ich wollte jetzt nur mal den Namen halt mit aufgreifen, weil wir vor einigen Tagen sein Kommentarband hatten. In der Luther 84 habt ihr zweispaltig den Bibeltext und immer perikopenweise dazu eine kurze Erklärung. Diese Erklärung dient jetzt natürlich nicht für eine wissenschaftliche Exegese, aber sie sollen dem fortlaufenden Lesen mit Erklärung unter die Arme greifen. Denn manche Sachen sind einfach beim Lesen nicht gleich klar. Zum Beispiel, schenke mir deine Erstgeburt, ist vielen nicht ganz klar, was gleich damit gemeint ist, dass hier das Erstgeburtsrecht gemeint ist. Aber dazu dienen dann diese kurzen Erklärungen. Sind evangelische Auslegung? Ist jetzt nicht auf Basis der Werkgerechtigkeit ausgelegt, sondern alles auf evangelischer Seite. Basis ist, wie gesagt, die Luther 84 ohne Apokryphen. Ja? Wenn wir jetzt mal gucken, wir sind jetzt, wenn das Video kommt, sind wir ungefähr beim... Nee, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt für Feiertage hinter uns gebracht? Wir sind jetzt zwischen Feierweihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr. Also kommt das Video, was wir jetzt hier haben, wahrscheinlich ungefähr Donnerstag vor Silvester. Das heißt, wir feiern das Neujahr bald. Und da haben wir dann als Perikope, ich guck mal nach, als Evangelium hätten wir Matthäus 13. Matthäus 13. Sehr schnell gefunden. In Gedanken gehe ich gerade so durch, wenn man jetzt hier den, wenn man den Rücken wieder abtrennen würde. Jeweils noch eine Notizseite dazu. Dann hast du eine Luther 84 mit Erklärung auf der einen Seite, rechts noch eine große Seite Notizseiten. Ich spiele das gerade so in Gedanken durch. Ich hatte vor ein paar Tagen ja auch mal ein paar Bibeln von mir gezeigt, wie ich die alle bearbeiten ließ. Da waren irgendwie 8, 9 Stück. Dass man sie so nach seinem Dunst ummantelt. Aber wir schweifen ab. Matthäus 13, Vers 24.
Vers 24. Da. Und hier siehst du jetzt schon ganz schön, hier geht eine Perikope zu Ende, da unten hast du dann deinen Erklärungsabschnitt und hier hast du jetzt vom Unkraut unter dem Weizen, Matthäus 24 und das Evangelium geht bis 30, das würde bis hier sein und das passt. Du hast jetzt wieder hier deinen Text und dazu hast du dann deine Erklärung zu dem Evangelium vom Wochenende. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinem Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel. Damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Und jetzt hast du dann hier deine Erklärung, womit du dich dann auf das kommende Wochenende auch vorbereiten kannst, wenn du das möchtest. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt ein paar Online-Gottesdienste, die sind sehr, sehr gut besucht in einer Nordkirche, in einer Gemeinde. Das wird immer online gestreamt und dort ist auch immer im Vorfeld schon die Bibelstellen werden angesagt und dann kann sich jeder darauf vorbereiten. Und dann am Ende des Gottesdienstes kriegen alle eine kleine Hausaufgabe mit, welche Stellen bitte zum nächsten Wochenende mitzulesen sind, um sich dann wieder darauf vorzubereiten. Das ist eine coole Idee. Und hier habt ihr dann jetzt in anderer, kleinerer Schriftart die Erklärung und dann geht's mit dem nächsten Text weiter. Das ist die Handausgabe, das ist die kleine Version der Stuttgarter Erklärbibel. Hinten habt ihr dann noch Anmerkungen zum Bibeltext, Schreibung, Eigennamen in der Lutherbibel, Sacherklärung und das war's. Ja, einige werden die große haben, die im Schrank steht. Die ist aber sehr, sehr unhandlich. Die hier, die Handausgabe, ist eine coole Ergänzung, eine coole Alternative. Allerdings ohne Apokryphen. Es gibt viele da draußen, ich weiß. Ich habe schon einige Kommentare von euch gesehen, die Apokryphen sind nicht so jedem sein Ding, aber das ist nicht schlimm. Hier sind sie nicht drin, vielleicht wäre das was für euch. Aber wie gesagt, da müsst ihr dann jetzt auf alternative Händler ausweichen, denn die gibt es nur noch gebraucht.